Liebe Freunde, in der Parscha Shoftim wird über die Einsetzung eines Königs gesprochen. Etwas mehr als 1000 Jahre vor der Zeitrechnung wollten die Juden einen König, genauso wie alle anderen Völker. Gott und Samuel, der Prophet und Anführer, waren entsetzt. Gott fand es nicht richtig, sagte aber zu Samuel, ihren Versuch doch zu genehmigen. Weiß, dass sie nicht dich, sondern mich verworfen haben. Samuel warnte, der König würde auf 10% steuern und auf Herrendienste Anspruch haben. Das Volk wollte jedoch einen König. Der erste König wurde Shaul, der zweite David und der dritte Shlomo, Salomo. Dieses ist eigenartig. Die Tora selber gibt vor, dass man einen König einsetzen sollte. Weshalb waren dann sowohl Samuel als auch Gott enttäuscht? Gottes Zorn wurde entfacht, da die Juden wie alle anderen Völker sein wollten. Die philistrischen Nachbarn waren soeben dazu übergegangen, Könige einzusetzen. Das wollten die Juden auch. Das ist Nachahmen heidnischer Bräuche. Deshalb waren der Prophet und Gott enttäuscht. Außerdem war deren Versuch unnötig. Gott ließ während Samuels Leben deutliche Wunder für das Volk ereignen. Sie benötigten keinen König. Gott regierte das Volk. Ein König darf nicht zu viele Pferde halten, nicht mehr als 18 Frauen in seinem Harem ziehen und nicht mehr Reichtümer zusammentragen, als zur Instandhaltung seines Heeres erforderlich sind. Außerdem soll er eine extra Torahrolle für sich selbst schreiben und einmal in den 7 Jahren im Tempel vor dem gesamten Volk große Teile aus dem 5. Buch der Tora, Devarim, vorlesen. König Salomo, der Sohn von David, heiratete 1000 Frauen. Das durfte er nicht, auf das sein Herz sich nicht von Gott abwenden sollte. Salomo war sehr klug und meinte, dass er auch bei 700 Frauen und 300 Nebenfrauen Gott nicht vergessen würde. Salomo meinte, er könne dem königlichen Übermut widerstehen. Aber als Salomo alt war, ließen seine Frauen sein Herz für andere Götter erweichen. Und sein Herz war nicht mehr so vollständig wie Gott. Es scheint so zu sein, dass Salomo Gott vergaß und Altare für Götzen errichtete. Wenn er tatsächlich ein Götzendiener war, wie konnte er dann 3 der 24 Bibelbücher redigieren? Die Prediger, Kohelet, die Sprüche Mishlei und das Shira Shirim, das Hohelied. Der Tora verurteilt Götzendienst aufs Schärfste. Wie kann man Bücher von Götzendienern als Bestandteil des Tanach erklären? Salomo war viel besser, als wir aus einer oberflächlichen Lesung des Tanach erfassen können. Er wollte alles und jeden zum Guten beeinflussen. Er verfügte über unglaubliche Talente. Deshalb heiratete er die Tochter von Pharao. Ägypten war ein großes Reich und so konnte er seinen segensreichen Torah-Einfluss selbst dort gelten lassen. Natürlich bekannten sich seine Frauen zum Judentum. Sie gelobten nie mehr Götzen zu dienen. Einige fielen jedoch zu ihren heidnischen Ritualen zurück. Seine Frauen wohnten nicht in einem Harem. Jeder hatte um Jerusalem herum ihr eigenes Haus. Überall
achtete König Salomo auf den koscheren Haushalt seiner Frauen. Aber als er alt wurde, gelang das nicht mehr. Manche Frauen verfielen dem Götzendienst. Dieses wird König Salomo vorgeworfen. Das hatte er vorbeugen sollen. Salomo meinte, dass er alles würde vorbeugen können, aber sobald seine Kräfte nachließen, war er hierzu nicht mehr imstande. Dieses wird Salomo persönlich vorgeworfen, denn als Ehemann war er für alle seine Frauen verantwortlich. Die Bibel ist ehrlich, liebe Freunde, und lässt selbst den kleinsten Fehler großer Anführer nicht unbeleuchtet. Liebe Freunde, Shabbat Shalom.